Dob. Ich hatte da noch gar keine Zeit, euch zu begrüßen. Was geht? Alles gut bei euch? Heute schauen wir uns mal Action- bzw. Sammelfiguren an und gucken, was ist das Ganze eigentlich wert? Ich kann schon mal teasern, das Ganze ist scheiße viel wert. Wir legen los. Hier haben wir einen Spider-Man aus den 90er Jahren mit beweglichem Oberkörper. Eigentlich ein ganz geiles Feature. Die Figur gefällt mir insgesamt ziemlich gut. Das ist so eine richtig schöne Oldschool-Action-Figur. Ja, von den Farben auch geil. Preislich habe ich jetzt nur das hier gefunden, 5 Euro. Ich sehe die aber im guten Zustand bis hin zu 7, 8, vielleicht 10 Euro. Hier haben wir eine weitere alte Spider-Man-Figur. Gehört eigentlich Motorrad zu, man sieht schon an der Pose. Ist aber nicht so schlimm, also für mich nicht so schlimm, weil die kann man super ins Regal setzen. Dann sitzt die da so ein bisschen am Rand, sieht echt cool aus. Wir vergleichen das Ganze mal. Ich sag mal so, die Farben werden dunkler. Ich habe eh die Erfahrung gemacht, je jünger die Figur ist, desto dunkler sind die Farben. Kommt mir persönlich jedenfalls so vor, wir sehen nachher noch ein paar weitere Figuren. Ja, hier haben wir jetzt eine jüngere, 2002 zusammen rausgekommen mit dem Kinofilm Spider-Man 1. Gefällt mir sehr gut, die Figur. Sehr hochwertig, sehr detailreich, viele Bewegungsmöglichkeiten. Die Pose ist vielleicht ein bisschen besser zum Hinstellen als zum Spielen, aber naja, ich spiele ja auch nicht damit aktuell. Ich stelle sie mir ja nur hin, von daher alles gut. Ich versuche jetzt rauszufinden, von wann die ist. Ich kann aber mal vorwegnehmen, das klärt sich nachher auf. Es ist eine Figur von 2002. Werttechnisch wieder mal schwierig. Ich habe nichts gefunden zu der Figur. Ich würde sie aber auch auf ca. 8 bis 10 Euro schätzen. Ich blende euch hier mal die OVP ein. Und wen haben wir da? Den großen Bruder. Das ist eine ähnliche Figur, aber in doppelt und dreifach so groß. Hier haben wir mal einen Größenvergleich. Daher weiß ich auch, dass die eine von 2002 ist, weil die sind aus dem gleichen Release-Jahr. Und hier sehen wir gleich 2002. Die Funktion hat die nicht so viel, die ist eher zum Hinstellen, aber die ist doch wirklich geil. Die ist, glaube ich, 30 cm groß. Und ja, hier zoomen wir jetzt mal ran, dann sehen wir das Datum. Da sollten wir jetzt auch was erkennen. Ja, da sehen wir es doch, 2002 Marvel. Das ist wirklich sehr schön. Preislich auch schwierig, muss ich sagen. Also da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Vielleicht zuerst dieses ganze Detailreiche schauen wir uns mal an in der Nahaufnahme. Also das ist doch mal wirklich klasse. Das ist so richtig, also man hat so einen richtigen 3D-Effekt von diesem Anzug. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich eine klassische Figur und ich habe jetzt hier was gefunden, da ist sie für 30 Euro verkauft worden. Halte ich auch durchaus für realistisch. Hier haben wir nochmal die Verpackung, die Original-OVP. Wir machen weiter mit einem Power Ranger. Das ist, glaube ich, einer aus der Flip-Hat-Reihe. Warum der so heißt, sehen wir gleich. Erstmal, von wann ist der? Von 93, da haben wir es, Bandai. Und ist wirklich eine sehr, sehr schöne Figur, wie ich finde. Leider an den Armen und an den Beinen ein bisschen vergilbt. Das heißt ein bisschen, schon ziemlich stark. Aber was will man machen? Ich muss sagen, ich habe echt ein Problem mit Vergilbung. Also ich lagere es schon kühl, nicht in der Sonne und so weiter. Und trotzdem vergilbt der Scheiß. Ich bin da wirklich auch am Ende mit meinem Latein. Ja, hier sehen wir jetzt, das Ganze ist vollständig. Die Knarre ist dabei, wie es sein muss. Schön im Holster. Und ja, dann habe ich noch so ein Säbel dafür. So, das ist die Funktion der Figur. Wirklich sehr, sehr geil. Darum heißt das Ganze Fliphead. Wir schauen uns das Ganze nochmal in Slow-Mo an. Das geht so unglaublich schnell, aber zum Spielen war das der absolute Wahnsinn. Preislich, ohne OVP, gar nicht so teuer. Und die werden sogar nachproduziert als Repros. Jetzt haben wir hier Power Rangers Mini- oder Mikro-Figuren. Ich glaube, die heißt Mikro, die Reihe. Ja, da haben wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Diese Monster, die wir da unter Kontrolle haben, diese Roboter. Und bei der Figur bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt dazugehört. Also es wird schon passen, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Die lag auf jeden Fall dabei. Hier haben wir jetzt nochmal den blauen Power Ranger auf seinem Motorrad. Und da zeige ich euch jetzt nochmal diese Mikrofiguren. Also ich finde das Ganze schon cool. Zum Spielen vielleicht nicht das Beste, aber für unterwegs, für ein Kind auf jeden Fall cool. Und jetzt zum Hinstellen auch cool. Und auch schön, dass ich es hier so halbwegs
ja halbwegs vollständig habe, ne? Also hier sieht man, wie heißen denn nochmal diese Monster da? Weiß ich jetzt auch nicht. Preislich gar nicht so günstig, ne? Also ich habe jetzt hier so ein Konvolut, dann hier so ein paar Figuren, also die bringen schon gut Geld. Und wir machen weiter mit Batman. Aber ich muss sagen, Batman war auch in meiner Kindheit ganz extrem am Start. Hier haben wir so ein Aufzug-Motorrad, also Aufzug meine ich, man schiebt das nach hinten und dann fährt das von alleine nach vorne und die Dinger wurden richtig schnell. Das hat so Bock gemacht, damit zu spielen. Der Batman ist auch noch so im alten Stil. Ah, das Motorrad ist auch so richtig schön oldschool. Einfach kultig das Ganze. Sieht man da hinterm Reifen das Datum, von wann die Figur ist. Ich zoome da jetzt mal ran. Ja, was war das denn jetzt? 92 irgendwie? Oder war das 92? Ich meine schon. Finde ich sehr geil. Erstaunlicherweise gar nicht teuer. Hier haben wir noch eine Batman-Figur. Oh, farblich schon geil. Das transparente Orange, typisch 90s. Da kann man so Chips mitschießen, so Frisbees. Die habe ich sogar auch noch. Also von daher alles gut. Preislich sehe ich solche Figuren, ja, die werden angeboten für 10 plus 5 Euro Versand, verkauft werden sie, ich weiß auch nicht, schwierig zu ermitteln. Ich sehe solche Figuren immer bei mindestens 6, 7, 8 Euro bis hin zu 15 Euro im kompletten guten Zustand. Gleiches gilt für die Figur. Dieses Cape, muss ich sagen, fand ich damals schon sehr geil. Richtig aus Stoff, oben so ein Ring, dass man die auch einfach dran klippen kann. Perfekt zum Spielen. Also fand ich eine richtig geile Idee. Und hier haben wir einen richtigen Oldschool-Batman. Der ist gar nicht viel älter, aber der ist auch so oldschool. Ich glaube auch, dass dieser harte Cape hier dazugehört und nicht dieser weiche. Bin ich mir gar ziemlich sicher. Keine Ahnung, warum der andere da dran ist. Ja, ich meine, der gehört da dran. Das ist wirklich eine richtig Oldschool-Action-Figur. Ich glaube, die Reihe heißt irgendwas Guardian. Auch die Farben gefallen mir gut. Wir vergleichen jetzt hier mal die Batmans. Vom Gesicht schon viel anders. Ich finde den linken aber eigentlich cooler. Preislich war es wieder schwierig zu finden, muss ich dazu sagen. Also, ich blende euch einfach mal was ein, was ich gefunden habe. Die werden zu diesen Preisen angeboten, also auch ca. 10, 15 Euro im guten, vollständigen Zustand. Hier schauen wir uns jetzt mal zuerst den linken an. Gefällt mir gar nicht. Soll irgendwie so ein Roboter-Batman sein oder so, keine Ahnung. Wird für 15 angeboten. Ich habe leider keine verkauften Artikel gefunden. Nimmt's mir nicht übel. Irgendwas muss ich hier einblenden. Dieser Batman hat eine ganz coole Funktion. Das ist, glaube ich, aus Forever Batman, glaube ich, aus der Reihe. Wird zu dem Preis vollständig angeboten. Hab auch hier keinen verkauften Artikel gefunden. Leider. Es war wirklich schwer, muss man dazu sagen. Die Batman-Figur ist auch nicht so meine Lieblingsfigur, aber die ist schon ganz okay. Da haben wir nochmal alle liegen. Es geht weiter mit Wrestling. Hulk Hogan. Ich habe damals mit Wrestling-Figuren nie gespielt. Aber die musste ich mir kaufen, allein schon wegen der Serie Hogan Knows Best. Wer kennt sie noch? Ich glaube damals auf Viva oder MTV. Von wann ist die denn nochmal? Die ist auf jeden Fall auch, glaube ich, aus den 80er Jahren. Ich kann es gerade selber nicht lesen, bin zu voll aufzustehen. Ist aber eine ziemlich bekannte Figur. Hier wichtig, dass das Kopftuch oben drauf ist, dann sieht er nicht aus wie ein Rentner. Es gibt eine billigere Figur, da sieht man, dass der so eine Halbglatze hat. Schreckliche Figur, die haben die meisten Leute. Das ist die coole. Und da habe ich auf eBay wirklich 17 Euro hingelegt. Ich blende es hier mal ein. Musste sein. Guter Zustand. Die Funktionen sind teilweise vorhanden. Das mit dem Arm funktioniert irgendwie noch. Dieser Bud Spencer-Schlag, aber diese Drehfunktion nicht mehr so ganz. Aber die Figur ist einfach sowas von dekorativ. Richtig oldschool. Nee, was soll ich sagen? Die steht bei mir im Wohnzimmer auf der Polaroid-Kamera. Wir machen uns mal ein bisschen Platz. Und wir sind bei den Beatles. Diese Figuren werden die meisten von euch nicht kennen. Die sind echt so ein bisschen... Das sind schon richtige Sammlerfiguren, sagen wir mal so. Die kamen damals zusammen mit einer Beatles-Comic-Verfilmung raus. Ich glaube, der lief sogar in den Kinos. Von 1999 sind die Figuren.
preislich ohne OVP alleine 15 bis 20 Euro. In OVP gehen die Richtung 40 Euro und da man die meistens aus England bestellen muss, kommt da nochmal 15 bis 20 Euro Versand drauf. Also die Dinger sind echt teuer. Hier haben wir jetzt auch eine Schramme, fällt mir da gerade erst auf. Sehr schade, wie ich finde. Aber die lehnte so ein bisschen gegen die Wand. Da passiert sowas. Auch hier, das geht schon echt in die Richtung von Pop-Art, wie ich finde. So eine richtig kleine Pop-Art-Skulptur. Gefällt mir richtig gut. Richtig dekorativ. Da war halt bei jeder Figur war halt immer so ein Special dabei. Dieses Schild oder hier diese Figur, das ist irgendwie in dem Film der Bösewicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Aber man muss auch sagen, das sieht man jetzt hier nochmal in der Nahaufnahme, die Figuren sind richtig hochwertig gemacht. Ich meine, muss ja auch bei den Preisen. Ich glaube, die haben damals regulär 25 bis 30 Euro pro Figur gekostet. Das war schon nicht günstig. Da ist der Star, das Yellow Submarine, sollte jeder kennen. Das Ding bringt alleine schon eine Menge Geld. Also hier, 23 Euro hat das gebracht. Das ist schon richtig viel. Das sind wirklich richtige Sammlerobjekte, muss man wirklich sagen. Sieht man nicht alle Tage und die Dinger sind wirklich wertstabil. Dragon Ball Z. Die habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, die Figur. Also ich bin echt verliebt in die Figur, ne? Die ist so hochwertig, einfach geil. Habe ich damals relativ günstig für, ich habe 29 Euro oder 28 Euro geschossen. Ich blende es nochmal ein. Das ist wirklich nichts für die Figur. So detailreich, so geil. Ich glaube, mit diesem, wie nennt man das nochmal, mit so besprayt mit der Farbe. Airbrush ist das, glaube ich. Ja, die Figur kennt ihr da auch alle. Habe ich vom Flohmarkt für 6, 7 Euro, glaube ich, gekauft. Gibt's alles auf Video. Die ist von 89. Toei Animation. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Ich bin froh, als Dragon Ball Z-Fan so eine zu haben. Preislich ist die auch gar nicht günstig. Also ich sehe aktuell bei eBay wurde eine angeboten. Ich habe für 20, 30 Euro, wer eine haben will, soll jetzt zuschlagen, weil die gehen ansonsten ohne OVP für Minimum 60 bis 80 Euro. Eine Jesus-Action-Figur habe ich mir damals gekauft, weil, sind wir mal ehrlich, was gibt es Kultigeres als eine Jesus-Action-Figur? Einfach aus dem Grund habe ich die gekauft, weil es so skurril ist. Ich muss sagen, ich bereue den Kauf ein bisschen. Ich wurde da auch ein bisschen verarscht. Die OVP ist kaputt, das sehen wir hier. Ich habe mich beschwert. Ich habe auch den Großteil des Geldes habe ich zurückerstattet bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt 15, 17 Euro bezahlt. Die sind auch aktuell mega günstig, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob das ein Trend war. Also wenn jemand deine haben will, schlagt jetzt zu. Die werden teilweise für 13 Euro angeboten oder gehen dafür weg, aber die gehen auch bis hin zu 50, 60 Euro. Extreme Preisspanne. Star Wars. Ja, die Figur ist nicht sehr viel wert. Generell kriegt man viele Star Wars Figuren, die nicht so alt sind. Kriegt man für unter 10 Euro. Teilweise beliebte Charaktere 10 bis 20 Euro. Und die sind doch wirklich geil. Also da kann man sich echt was gönnen. Ich mache das auch ab und an. Diese Figur soll aber jetzt nur ein Teaser sein für ein Star Wars Video. Ich muss sagen, ich habe so viele Sachen, da mache ich ein separates Video draus. Könnt ihr euch schon freuen. Und da sind wir auch schon beim riesigen Sammelgebiet von Tim und Struppi. Nebenbei gesagt, aus meiner Sicht das Sammelgebiet mit der größten Wertentwicklung, also was da teilweise Sachen wert sind und für eine Preisentwicklung hinlegen, das ist echt nicht zu glauben. Das werdet ihr aber gleich sehen, wir haben hier noch ein paar richtige Knaller am Start. Das hier ist der Jeep aus der Reihe Reise zum Mond im Maßstab 1 zu 18, nicht zu verwechseln mit den Neuauflagen, die im kleineren Maßstab zu bekommen sind. Und das Auto ist aus Metall, was sehr schön ist. Werttechnisch, ja, 80 bis zu 100 Euro bringt das Ganze, weil die auch nicht mehr produziert werden. Hier sind jetzt drei Figuren, die werden noch produziert und die sind verhältnismäßig günstig. Hier haben wir Captain Haddock. Das Ganze ist aus Polyresin, also sehr, sehr hochwertig. Ihr seht das, sehr detailreich. Es ist einfach schön anzusehen und ist auch irgendwie ein Handschmeichler.
Ja, diese Figuren kriegt man so für ungefähr 23, 24, in manchen Läden auch 26 Euro. Die Figuren kosten alle ungefähr das gleiche. Struppi vielleicht 2, 3 Euro weniger, weil es eine kleinere Figur ist. Aber schaut euch das mal an. Auch tolle Farben, muss man einfach sagen, schaut da mal rein. So detailreich, dass das sogar im Anzug weitergemacht wurde. Also die Figur ist auch im Anzug zu sehen. Ja, mal Struppi, der darf natürlich auch nicht fehlen. Also man muss dazu sagen, die Figuren wirken am besten zu dritt. Ne? Einer allein bringt da wenig. Und hier mal den eigentlichen Star. Die Rakete von der Reihe Reise zum Mond. Also das ist doch mal ein Prachtstück von einer Rakete, oder? So unglaublich gut verarbeitet. Man muss dazu sagen, dass die Rakete von 2012 in der Größe 42 cm aktuell, also die Rakete wird gar nicht mehr hergestellt, aktuell wird nur noch die Rakete in der Größe 30 cm oder halt die ganz großen hergestellt. Ihr seht auch hier, das ist so gut verarbeitet. Boah, und die ist richtig schwer. Also das ist echt so ein Prachtstück. Ja, weil die nicht mehr hergestellt wird, bringt die Preise bis zu 340 Euro und manche Anbieter auf eBay lassen sich ja, zu solchen Preisen hinreißen. Das ist natürlich leicht übertrieben. Hier haben wir jetzt Figuren aus der Reihe Die Krabbe mit den goldenen Scheren. Das ist Tim, Struppi und Captain Haddock auf Kamelen. Die Figuren gefallen mir nicht so gut, muss ich sagen. Die sind nicht so gut verarbeitet. Da ist man anderes gewohnt. Ja, was soll man dazu sagen? Die sind trotzdem einiges wert. Das werden wir gleich sehen. Ah ja, sie sehen schon gut aus, aber wenn man näher dran guckt, dann ist es halt ja, so im Verhältnis zu den anderen Sachen günstigerer Kunststoff. Dennoch sehr detailliert, sehr schön gemacht. Ja, ich muss sagen, es gibt halt bessere Figuren als mit den Kamelen, ne? Aber naja, preislich bringt das Ganze in Originalverpackung bis zu 110 Euro. Ohne Verpackung natürlich ein bisschen weniger. Ich meine, der Preis bei den Figuren ohne Verpackung liegt so bei 60 Euro. Und jetzt kommt ein richtiger Knaller aus der Reihe Blauer Lotus. Ja, Tim, der aus der Vase steigt. Und dieses Ding bringt bis zu 600 Euro. Das ist die 2014er Variante, limitiert, glaube ich, auf 1000 Sachen, auf 1000 Figuren. Unglaublich, die Figur ist riesig, die Vase ist riesig, extremst gut verarbeitet, ihr seht es selbst. Das ist wirklich ein Meisterstück und heftig, dass wir sowas haben. Das hier ist so ein bisschen ja, das Booklet, was dazugehört. Da steht drauf, welche Nummer das ist, so ein paar Informationen. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ein bisschen verstaubt, weil das in der Vase liegt. Also erstmal, wir haben die Nummer 507 von, meine ich, ja, 1000 Exemplaren. Damals stehen 2014er Variante, die Referenznummer und was sie ursprünglich gekostet hat, nämlich 185 Euro. Was natürlich auch nicht wenig ist. Aber wenn sie jetzt heutzutage bis zu 600 bringt, ja, dann kann man das mal investieren. Sehr dekorativ, man muss dazu sagen. Die hat dann noch einen Untersetzer. Was das für ein Material ist, weiß ich nicht. Holzoptik, ich glaube, das ist auch Polyresin. Sieht sehr schön aus. Dieses helle Ding da ist nur ein Korken, der das Ganze stabilisiert. Und man muss sagen, die Vase ist aus echtem Porzellan. Nicht handbemalt, das ist so draufgebrannt, so Musterdinger, die draufgebrannt sind. Aber das ist echtes Porzellan. Und hier ist der Klassiker schlechthin. Sowas werdet ihr sehr wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Das sind, ja, das ist eine Büste von Tim, auch von Blauer Lotus. Und die waren damals in den Comicläden und standen auf den Comicregalen drauf. Gibt es online aktuell nicht. Das ist nicht zu bekommen. Ich beobachte das jetzt seit mehreren Jahren. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was das Ganze wert ist. Also ich kann euch eins versprechen, Tim und Struppi-Sammler sind bereit, einiges hinzublättern und bei diesem Ding kommst du mit 1000 Euro definitiv nicht hin. Also meines Erachtens ist das deutlich über 1000 Euro wert. Sehr dekorativ, das Ding ist riesig. Ihr seht das, die Rakete ist 42 cm und das Ding ist um einiges größer. Es sieht einfach wahnsinnig aus. Unglaublich dekorativ. Und das hat man noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein zweites davon gesehen. Tatsächlich am Flohmarkt gekauft für 25 Euro.
Hier zoome ich jetzt ein bisschen ran, das ist auch handbemalt, da seht ihr ein bisschen die Qualität. Ist natürlich so ein bisschen gröber. Wir gucken jetzt mal unten rein. Ja, was ist das für ein Material? Ich weiß es selber nicht. Irgend so ein Guss? Ich weiß es nicht. Wenn da jemand eine Idee hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber das ist so ein Ding. Für 25 Euro am Flohmarkt. Die Frau sagte, das war das Letzte, was noch da war. Die Frau sagte, hat erst mal erklärt, was das ist. Die hatten einen Buchladen damals und die haben das auch wirklich benutzt. Und sie hatte davon noch mehr, aber die wurden alle schon gekauft. Also wirklich, der Fund des Jahrtausends. Hier sehen wir das Ganze nochmal ein bisschen von der Seite. Und da sind wir auch schon bei Jurassic Park angelangt. Bei Jurassic Park, muss ich sagen, sind wirklich nur die alten Figuren aus den 90ern, ich glaube von 93 sind die, sind interessant, weil die anderen sind qualitativ eine Katastrophe. Die haben immer schöne Figuren, sind sehr aufwendig gemacht. Das Maul öffnet man, indem man hinten an den Beinen so ein bisschen drückt. Cool gemacht zum Spielen. Preislich, ja, dies wirklich irgendwie nur 5 Euro plus Versandwert. Komisch. Hier haben wir noch eine Figur. Die habe ich jetzt so in der Form nicht gefunden. Ich glaube, da hat mal so ein Kragen zugehört. Ich blende euch mal ein, was die mit Kragen wert sein soll. Erstaunlich viel. Also bis hin zu 25 Euro. Und hier eine richtig geile Figur. Ein junger T-Rex. Auch von 93, wenn ich mich nicht irre. Bei den Figuren ist wirklich klasse. Die sind so von der Haptik. Sind die so angelehnt, als ob es wirklich ein echter Dino ist. Also das ist so weiches Gummi, das fühlt sich so ein bisschen ledrig an. Unglaublich geil. Das war damals zum Spielen der absolute Knaller. Und bisher hat man da auch noch keine Probleme mit dem Weichmacher, was mich wundert. Hier kann man so ein Stück rausnehmen, das ist dann wie eine Wunde. Kann man so ein bisschen spielen. Und dieses Ding ist allein schon so teuer. Also das ging halt ganz oft verloren und das macht preislich fast den doppelten Wert aus, wenn man das dabei hat. Also das ist echt, ist schon krass. Aber das ist halt immer mit den kleinen Dingern, sowas geht verloren. Das ist genauso wie bei manchen teuren Actionfiguren mit den Schwertern. Ja, bis zu 70 Euro bringt die in vollständigen guten Zustand. Hier haben wir den großen Bruder. Ich halte es mal daneben. Dieser T-Rex ist wirklich riesig. Ihr seht ja meinen Arm daneben. Gleiche Haptik, also auch so ein bisschen weicher. Man hat wieder diesen Effekt, dass man als Kind denkt, man spielt mit einem echten Dino. Und der hatte damals die Funktion, dass man da drückt, das Maul geht auf und dabei brüllt der. Ich zeige euch jetzt mal unten, da sind die Lautsprecher und das Batteriefach. Dieser Brülleffekt hat jetzt nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich sind die Batterien leer. Ich muss auch eigentlich das Ganze mal aufschrauben und schauen, ob die nicht ausgelaufen sind. Da hat man gerade gesehen, das Ganze ist von 93, das gilt für die ganzen Figuren. Und das ist meines Erachtens auch die beste Zeit für Jurassic Park Figuren gewesen. Danach ging es steil bergab, qualitativ gesehen. Preislich, ja, 61 bis hin zu 90 Euro bringt das Ganze. Meines Erachtens auch ein gerechtfertigter Preis. Hier haben wir jetzt einen Triceratops. Auch mit so einem Ding zum Rausnehmen, damit man so eine Wunde hat. Hier gilt das Gleiche. Ist das Ding weg, ist die Figur eigentlich nur noch die Hälfte wert. Meines Erachtens auch eine der schönsten Figuren. Farblich toll, unglaublich dekorativ. Die Dinger sind so hochwertig gemacht. Hier haben wir auch diese Haptik, dass das sich so weicher, ledriger anfühlt. Das ikonische Jurassic Park Logo. Einfach eine traumhafte Figur. Also das waren wirklich die goldenen, das war das goldene Zeitalter der Actionfiguren, kann man ja anders sagen. Hier, ich glaube, ich kann da auf die Schulter des Dinosauriers drücken und dann stößt er auch mit seinen Hörnern so ein bisschen. Preislich bis hin zu 40 Euro, ist aber auch günstiger zu bekommen. Hier sind wir bei einem unglaublich teuren Sammelgebiet gelandet. He-Man, Masters of the Universe. Hier ist alles Mögliche zu bewegen an den Figuren, von daher ziemlich cool. Auch hochwertig gemacht, sehr detailreich. Farblich gefällt mir das Ganze gut. Es fehlt leider das Schwert, das Schild und ich glaube noch irgendwas, eine Keule oder sowas. Die Figur ist von 1981. Jetzt machen wir mal ein bisschen Preisermittlung. Wenn die Figur in diesem Zustand 12,50 Euro bringt,
Und in dem ganz guten, vollständigen Zustand, 41,50, würde ich sagen, ist sie in dem Zustand ungefähr 20 Euro wert. Die hat halt da schon ein bisschen Altersflecken. Der Weichmacher macht Probleme. Das ist wirklich schade. Von daher leider nur 20 Euro meines Erachtens. Kommen wir aber zur teureren Figur. Man glaubt es kaum. Da habe ich jetzt mal recherchiert und diese Figur heißt Horde Trooper oder Horde Trooper. Ich weiß es nicht. Von 83. Diese Figur ist dermaßen beliebt, also die ist unglaublich viel wert. Im vollständigen guten Zustand bis zu 80 Euro oder sogar 100 Euro. Allein das Zepter von der Figur bringt 30 Euro. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Figur ohne Zepter, wobei ich bin mir sicher, ich habe das Zepter noch irgendwo, bringt meines Erachtens, ja, ich weiß es nicht, 40 Euro vielleicht. Aber das ist echt ein krasses Sammelgebiet. Unglaublich, was der Horde Trooper bringt. Und auch krass, dass nicht die Hauptfigur teurer ist als die Nebenfigur. Herr der Ringe, Gandalf. Ja, die Figuren, die sind gar nicht so schlecht, bringen gar nicht so viel. In Originalverpackung 30, so vielleicht ja, maximal 10. Hier ist das Schwert verbogen. Ansonsten ist die wirklich gut gemacht. Die hat ja noch so eine Funktion, da kann er mit seinem Stab irgendwie so rumwedeln. Eigentlich ganz cool, aber das löst jetzt bei mir auch keine nostalgischen Gefühle aus. Naja, Gesicht ist hochwertig gemacht, also man kann sich nicht beschweren bei den Figuren. Gimli, der Zwerg mit diesem Tisch, wo man den Ring zerschlagen kann. Auch eine ganz gute Figur. Gandalf hat mir ein bisschen besser gefallen, ein bisschen besser verarbeitet. Aber auch die Figur ist cool. Ne? Also man hat hier Details, man kann diese Äxte rausnehmen. Kann man sich nicht beschweren, aber wie gesagt, die sind nicht so viel wert. Harry Potter. Ich habe über diese Figur nichts rausfinden können, keinen Preis. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Es gibt ja nun viele Harry Potter Fans, aber ich kann euch preislich jetzt nichts sagen. Falls ihr was wisst, schreibt's gerne in die Kommentare. McDonald's Figuren. Ja, McDonald's hatte in den 90ern und Anfang 2000ern auch so ein goldenes Zeitalter. Sehr hochwertige Figuren zu Filmen, gerade zu Disney-Filmen. Die haben mal Buzz Lightyear. Ich zoome jetzt da mal ran. Man kann es, glaube ich, erkennen. Ja, es ist 2000, Disney, McDonald's. Wirklich sehr tolle Figur. Die Figur hat auch so einen Soundeffekt gehabt. Mittlerweile sind die Batterien leer. Konnte man schön mitspielen. Ja, das ist... Ja, wie heißt der denn überhaupt? Ist das Mega Man? Ich habe damit gar nichts am Hut. Das ist eine Figur, die kann kriechen. Das Fernglas leuchtet im Dunkeln. Ist also so ein bisschen fluoreszierend. Eigentlich ganz coole Figur. Auch coole Farben. Also McDonald's hatte wirklich klasse Dinger. Man muss sagen, die Figuren, die sind nichts wert. Pocahontas. Ja, da ist irgendwie der Liebhaber von Pocahontas. Den haben wir auch noch. Habe ich jetzt auch mal als Beispiel rausgenommen, was da damals so für Figuren waren. Die Figuren konnten wirklich mit den Actionfiguren mithalten, das muss man sagen. Wir sind am Ende. Wir hatten wirklich unglaublich teure Figuren dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt und bis bald.